Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Reborn. Ist wieder soweit, neue Aufnahmen stehen an. Im letzten Mal wurden ja wir von anderen beiden getrennt, weil ja ein Pulswurmer mit Laserstrahlen schießt. Deshalb haben wir uns jetzt mit der Giftarena unsere Eier zusammengetan. Und beim Erkunden werden wir dann auch noch auf Meteor stoßen. Jetzt haben wir jetzt das erkundet. Dieser Ort ist seltsam. Ich dachte, das wäre einfach nur eine zufällige Höhle. Wer weiß, eventuell kann ich ja auch das Magnetilo fangen. Vermutlich nicht. Naja, macht ja auch nichts. Sind wir jetzt auch auf den Felsen hier vorbereitet. Können wir hier ein bisschen laden. Da stehen auch bald, ja, wenn er das sieht, dann ist ja dann schon Weihnachten. Dann fangen wir nochmal. Frohe Weihnachten. Das hätte ich eigentlich am Ende der letzten Folge sagen sollen, aber es war mir dann noch nicht so bewusst. Ich hatte dir dann eine schöne Zeit mit der Familie oder sowas.
Das wäre dann eine Blitzkugel gewesen, glaube ich. Eisstein. Ist das sogar gut? Das ist gut. Okay, 4 Stück habe ich davon jetzt. Weiß ich schon mal, dass da dann auch was drin ist. Für den Stein wieder speichern. Ich habe jetzt zwar schon 11 Herzschuppen, aber weiß nicht, ob ich dann vielleicht auch bei diesem Stein nochmal versuchen sollte, dann noch eine zu bekommen. Pro neu gelernte Attacke braucht man ja einen und dann auch noch, um Kraftreserve zu verändern, und für einen Psychologen braucht man 2. Da ist ja direkt ein, ich glaube, das behalte ich dann, das Ergebnis. Und hier ist dann auch ein Beleber dann. Der kann auch praktisch sein. So, 2 Herzschuppen. Dann werden wir den so von dem Stein weglocken, damit wir dann nachher da das Item holen können. Okay. Ich habe jetzt Schallwelle wegen dem Feldeffekt genommen. Und ja, mein Partner ist ja ein Gift-Pokémon. Dann dachte ich mir, das trifft ja das Pflanzen-Pokémon eh sehr effektiv. Hier muss man auch aufpassen, wenn Erdbebensoft eingesetzt wird, stürzt halt hier die Höhle ein und dann werden alle aktiven Pokémon besiegt. Oder etwas sollte man ja vermeiden, wenn man kann.
Damit ich einmal Schutzschild einfach, damit die Fähigkeit sich aktiviert. Ist von beiden angegriffen. Okay. Rock wird bestimmt das Käfer-Pokémon angreifen. So können wir halt den Soccer Punch Nutzer direkt besiegen. Feuerjuwel. Wieder. Danke, dass du es mit mir ausgehalten hast. Verstehe, gibt nämlich nicht falsch. Ich dachte, was richtig wäre, das zu sagen. Die anderen geht es gut, oder? Ja, sage ihnen aber nicht, dass ich das gefragt habe. Ich glaube, diesmal wechsle ich zu Mary nach vorne.
Ach, die haben ja eine Pulsmaschine zu beschützen. Das ist doch schon mal nett zu wissen. So bin ich jetzt im Kampf mit Lichtschild. Das unterstützt jetzt ja beide. Einen Aufwecker habe ich hier. Werden wir beide weniger Schaden von den Psychokinesen erleiden und Power Jam ist ja auch gut. Lief ja ganz gut. Der Verwirrung möchte ich aber nicht drin bleiben. Auch das wird von der Kristallenergie verstärkt. Wir haben bereits durch den Itemfinder noch ein Item gesehen.
Sender benutze ich jetzt zwar nicht, aber... Okay. Absolut bedeutet, dass hier irgendeine Katastrophe wiederkommt. So ein Unheil. Eigentlich war jetzt der Plan, einen mit einem Drachentanzer anzufangen, aber mit einem Mammutzell kann ich das natürlich nicht machen. Deshalb werde ich erstmal das Minio schwächen. Ach. Okay, jetzt habe ich es nicht gedacht, dass auch mal gedacht, dass auch Flug ist. Das ist blöd. Ist er schon besiegt? Das auch direkt mit. Er hat ja einiges an Pokémon verloren.
Jetzt können sie ja in meinen. Das hat es ganz knapp überlebt. Jetzt. Ja, sie hat, glaube ich, ja, sie hat eine Bundschwäche, deshalb erstmal das Pferd entfernen mit Gigasauger. Strategiewechsel. Über den Lichtschild am Anfang draußen zu haben, war dann doch eine bessere Wahl. Bisschen, um das zu sehen. Okay, darf ich jetzt noch mal wissen, was die Platte ist? Fistplate. Okay, die Platte habe ich noch nicht. Deshalb will ich das noch mal so stehen lassen. Es kann ja durchaus mal sein, dass wir da noch einen Kampfangriff brauchen, der da ein bisschen gestärkt werden muss. Ja, das ist ja recht praktisch. Hier werde ich jetzt dann die Aufnahme beenden. Die beiden mache ich dann aus Screen und dann macht's dann noch gut. Euch dann noch frohe, besinnliche Tage und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!